Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raven, auf der Jagd nach Varanen. Und das reimt sich sogar. Hey. Nein, 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 ich will zuerst den Angeschlagenen. Denn mit zwei komme ich zurecht. So, ich kämpfe immer noch mit der Einhandwaffe, weil ich die viel besser beherrsche. Bis ich ein oder zwei Level-Ups habe, endlich, um meinen Zweihandskill zu verbessern. Hey, so funktioniert das sehr gut, wenn man den Rhythmus richtig hält. Und warum greift der mich nicht an? Keine Ahnung, was den jetzt geritten hat, um hinten zu verbuggen. Ich hab's nicht gesehen. Ist mir auch egal. Hauptsache, er hat sich verbuggt und mich nicht angegriffen. Das soll mir recht sein. So, ich dränge den auch mal gegen die Wand. Kann ich hier das Gleiche tun? Na? Und so einfach verdient man sich 360 Erfahrungspunkte. Was zur Hölle ist hier passiert? Eine rostige Axt. Das sieht echt nicht gut aus. So mit dem Dampf aus dem Boden und dieser seltsamen Flüssigkeit, die hier liegt. Chemische Kriegsführung oder was? Scheint so. Aber von wem? Vielleicht war es auch Magie. Ich wollte Mana sagen und dann ist mir eingefallen, das heißt Magie und dann habe ich Magie gesagt. Nicht zu verwechseln mit Magie. Das ist was anderes. Rechts, links, links, rechts, rechts, links war das, glaube ich. So ungefähr. Ach je, keine Gegner hier. Nur ein bisschen Geld, ein bisschen Pfeile. Ich suche Gegner, ich brauche Erfahrung. Wo bin ich hier eigentlich? War so gefragt. Hier oben. Moment, der Steinkreis bei Lubart? Ist der hier? Ach, bin ich hier quasi über dem Tal? Das ist ja lustig. Das wusste ich nicht. Müsste ich hier dann nicht zur Brücke mit den Banditen kommen? Kann ich die vielleicht... Ich brauch sie das nicht zu fragen. Ja! Jetzt bist du dran! Haha, ihr kommt nicht an mich ran. Oh verdammt, tun sie doch. Ich nehme alles zurück. Sie kommen an mich ran. Mana reicht nicht mehr für einen kleinen Feuersturm, aber für Feuerpfeil reicht's noch, oder? Oh, verdammt. Das sind zu viele. Und vor allem hauen die auch ganz schön rein. Nope. Kein Bedarf. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, renn so schnell, wie du kannst! Ja, das tue ich. Dankeschön für den Hinweis. Hatte ich vor. Ich hatte nichts anderes vor. So, was gibt's hier noch? Hier gibt es bestimmt tolle Pflanzen oder so, oder? Vielleicht noch ein paar Gegner? Ne? Keine Gegner? Eine tote Ecke. Na dann. Und hier... Geht's irgendwie... Geht's da rüber oder so? Nö. Hier geht's aber runter. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo das hinführt. Es sieht... interessant aus. Ach was, was ist das denn? Ist das jetzt nicht hinter Lobarts? Oder bilde ich mir das ein? Das ist jetzt doch jetzt der Steinkreis da unten, oder? Ja, genau, da war ich doch schon hinten dran. Mhm. Nur leider ist es so tief, dass ich wahrscheinlich beim Fall sterben werde. Das heißt, so hinten rum komme ich da jetzt auch nicht ran. Ist ja eigentlich auch egal, weil die Suchenden kann ich ja eh nicht besiegen. Nun gut, der Rückweg ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu ätzend. Ich gehe jetzt direkt zum Kloster. Und dann haben wir 16:38 Uhr. So, das heißt, ich gehe jetzt mal zu Serpentis und erzähle ihm das. Komm schon, das ist nicht so weit entfernt. Du bist nur zu faul hinzugehen. Ich gehe zu Serpentis und erzähle ihm, dass in der Taverne die Minenanteile verkauft werden. Und danach würde ich eine Runde schlafen, um mein Mana wieder aufzufüllen. Pyroka Serpentis. Hey du. Hä? Hast du mir noch etwas zu sagen? Nein, im Moment. Hä? Das weiß ich doch schon. Das war doch der Typ in der Taverne. Wie hieß der denn, der Händler? Weiß ich nicht mehr, aber der war das doch. Hm. Nun denn, dann spreche ich nochmal mit dem bei der Taverne. Nachdem ich hier meinen Mana aufgefüllt habe. So, es ist 16 Uhr. Nee, bis zum Morgen.
Ich habe hier keine Lust, bis 18 Uhr zu schlafen. Das wäre bis zum Abend. Und dann wird es nämlich relativ bald dunkel. Das muss nicht sein. Nö. Ich mache jetzt hier wieder hell. Und ehrlich gesagt, dauert mir das Hinlaufen auch zu lang. So. Und schon bin ich da. Ruka, verkaufst du Bienenanteile? Sonst irgendwas interessant? Nicht, dass ich wüsste. Nö, ihm erzählt keiner mehr was. So, das war doch der hier, ne? Orlan, genau, Minenanteile. Erzähl mal. Zeig mir. Klar. Haben wir die denn? Sind das die... Ja, Minenanteile. Sehr schön. Vielen Dank. Dann nehme ich doch mal einen. Er hat auf die auch wenn es 50 Gold kostet. Dem Eigentümer dieses Schreibens ist es gemäß des königlichen Erlasses zur Gewinnung von Vermögen aus Reichsgrund erlaubt, sich als Prospektor auf königlichem Grund und Boden zu verdingen. Seine Schriftätigkeiten haben sich auf das Gebiet einer königlichen Reichskleinparzelle zu beschränken. Bla 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 bla. Salandriel. Am selbst ist er da nicht drauf gekommen. Salandriel. Wer ist Salandriel? Keine Ahnung. Aber Serpentis will ja alle Minenanteile, ne? Wie kriege ich die jetzt? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Keine Ahnung, wie ich die jetzt kriege. Ich werde einfach mal ihm den einen schon mal bringen. Vielleicht kann er ja damit schon was anfangen oder mir weitere Hinweise geben, wo noch was zu finden sein könnte. Ich schätze aber mal, wenn das hier bei der Taverne ist, in der Stadt wird es nicht sein. Ja, wobei, vielleicht doch, vielleicht auch in der Stadt. Aber ganz sicher bei den Söldnern hinten. Ich habe einen Minenanteil ausmachen können. Sehr gut. Du musst sie alle aus dem Verkehr ziehen. Das ist Gift für das Volk. Bring sie mir alle her. Hier, ich gebe dir die Mittel dazu. 200 Gold für 12 Stück, von denen einer 50 Gold kostet. Das heißt, ich brauche in Summe 6000 Gold und du gibst mir 200. Interessant. Ich weiß, wer die Minenanteile in Umlauf gebracht hat. Es war Salandriel, der Alchemist im oberen Viertel der Stadt. Dann bring ihn hierher. Wir haben mit ihm zu reden. Okay. Das kann ich gerne tun. Nur, wie gesagt, ich habe dann halt nicht alle Anteile. Ich glaube ja nicht, dass er nur einen verkauft hat. Aber ich schätze mal, er kann mir sagen, wem er die weiteren verkauft hat. So, hier gleiches Problem wie immer. Ich brauche Mana. Diesmal nur bis Mittag. Zur Taverne, zur Hafenstadt. Dann ab ins obere Viertel. Hey, gibt's hier was Neues eigentlich? Erzähl mal. Vielleicht wissen die ja irgendwas Neues über die vermissten Leute oder so. Ich höre mich mal um. Könnte ja sein. Ich brauche Informationen. Der Kerl wollte mich umbringen. Hey, was hab ich jetzt damit zu tun? Ich hab nur Informationen weitergegeben. Wenn dir irgendwer auf die Füße treten will, dann wird er wohl seinen Grund haben. Ja, da ist wohl was dran. Aber immerhin. Moment. Hast du Minenanteile? Gib mir was zu trinken. Nö, hat er nicht. Wäre jetzt so einfach gewesen. Beziehungsweise, das wäre ganz schön fies gewesen, hier im Hafenviertel Minenanteile zu verstecken. Was gibt es hier im Hafen interessant? Nun. Ja, nee, das hatten wir alles, glaube ich, schon. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine... Okay, hier gibt's auch nichts Neues. Gute Reise. Ja, ja, danke schön. Gute Reise. Waren das nicht die Inder? Ach, egal. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Es heißt, sie haben ein Diebesnest in der Kanalisation ausgeräumt. Die Diebe sind alle getötet worden. Ja, dann müsste ich ja eigentlich Bospas Bogen haben, oder? Den habe ich aber leider nicht mehr. Vielleicht... Nee, keine Ahnung. Ach, warte mal, ich habe doch einige Bögen und so verkauft, ne? Vielleicht war da ja der dabei. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ach was. Ich sehe, du hast Minenanteile zu verkaufen. Davon weiß ich nichts. Von mir aus kannst du sie haben. Zeig mir deine Ware. So viel dazu. Also gibt es das doch hier in der Stadt. Was man hört. Man selbst ist nicht da. Ach je, Bospa, was für ein Unsinn tust du nur. Hat Matteo vielleicht auch welche?
Du hast Minenanteile in deinem Sortiment. Wer hat sie dir verkauft? Minenanteile? Ups, wo kommen die denn her? Keine Ahnung, wie ich daran gekommen bin. Ehrlich nicht, Ehrwürdiger. Natürlich. Zeig mir deine Ware. Interessant ist, dass er erkennt, dass er einen Minenanteil hat, bevor er die Ware sieht, ne? Aber gut. Da will ich mal nicht so sein. So, verkauft sein Lehrling hier vorne nicht auch irgendwelche Sachen? Hey Diego, hast du Minenanteile? Ich kenne dich doch, du Schlitzohr. Das kann ja nicht ewig. Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum? Keine Ahnung. Okay, das kennen wir schon. Beibringen kann er mir gerade nichts. Keine Lernpunkte. Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen... Und ihr Anführer soll eine große Nacht schlemmen. Ja, ja, das kennen wir auch schon. Zeig mir da... Ich muss mich... Und hier haben wir keine Minenanteile. Ach je. Aber gut, ich werde mal Salandril zur Rede stellen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Vielleicht hat der ja, wie gesagt, Informationen darüber, wer alles noch Minenanteile hat. Gerbrand. Gibt's was Neues? Das geht nur mich was an. Ich habe zu tun. Der ist ja nett. Der ist ja sehr gut drauf. Ach, guck mal, hier hocken ja auch Leute. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ein Arbeiter und ein Arbeiter, okay. Die haben bestimmt nichts zu verkaufen, oder? Vielleicht unter der Hand? So, weißt du? So, hey, hör mal. So, psst. Hey, ich habe hier was Tolles für dich. Drogen? Nein, viel besser. Minenanteile. Oder so, keine Ahnung. Hey, du. Hast du Minenanteile? Du bist besessen. Geh weg. Na. Jemand wird dafür büßen müssen. Nichts Neues. Bist du ein Händler? Wie ist die Lage? Zurzeit ist... Ach nee, Blödsinn. Du, so ein Unsinn, der gehört ja hier zur Wache. Der hat's auch nicht, aber... Ah, richtig. Mir ist, nachdem ich beim letzten Mal hier war, eingefallen, dass es hier noch den Gärtner gibt, der ja Kräuter verkauft. Und ich bin ja mittlerweile Magier und kann Alchemie und so und Kräuter gebrauchen. Was hast du denn so Tolles? Zeig mir deine Ware. Vielleicht hast du ja was für mich. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, sehr gut. Die ganzen Mana-Kräuter. Und ihr seht, eigentlich lohnen sich nur die kleinen, ne? 10 Mana für 10 Geld, 15 Mana für 20 Geld, 20 Mana für 40 Geld. Da würde ich mal sagen, ich kaufe mir... Boah, ist das heftig. Der Faktor beim Kauf und Verkauf. Bei Gothic 1 war es nur Faktor 2. Ich kaufe mir mal so 15 für 150 Gold. Also, das heißt, eigentlich sollte ich hier möglichst Dinge nur verkaufen, wenn ich sie auch wirklich verkaufen will und nicht mehr brauche. Das war ja vorher zwar schon so, aber hier ist es noch viel schlimmer. So, ich habe jetzt keinen Bock, da außen rum zu gehen. Ich kletter jetzt hier drüber. Hey, das funktioniert ja. Wie großartig. So, hier müsste doch irgendwo ein Händler sein. Zum Beispiel der hier, Lutero. Wer sagt's denn? Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Runenstein besorgen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Das ist gut. Zeig mir deine Ware. Der will doch wahrscheinlich die... Warte mal, ich guck mal kurz, was der hat. Er hat auch Sachen für Alchemie da unten und für Runensteine. Finde ich gut. Er will doch bestimmt die Krallen des Snapper-Rudelanführers aus der Kolonie, die ich leider schon verkauft habe, ich Idiot. Nun, wie gesagt, ich sollte Dinge echt nur verkaufen, wenn ich sie wirklich nicht brauche. Hey, das sind Tränke, hier darf ich rein, oder? Hey, Salandril! Ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ja. Ich bin beeindruckt. Ich nicht. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Okay, was denn für einen? Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Freude, Ehrwürdiger. Ehrwürdiger, interessant. Dass er mich so sehr... Geschicklichkeit plus 3, das ist interessant, aber... leider nicht das, was ich wirklich brauche.
Soll ich mir die Minenanteile kaufen? Also ich, ja, das für Stärke oder Mana oder Leben würde ich es nehmen, aber nicht für Geschicklichkeit, die brauche ich ja nicht. Muss ich die jetzt kaufen, die beiden? Ich denke schon, ich kaufe die mal und dann kommst du mit ins Kloster. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Und was ist mit diesen gefälschten Erzminenanteilen, die du überall im Land verschachert hast? Es ist deine Unterschrift drauf, du bist schuldig. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Nö, wirst du nicht. Denn ich fliehe. Oder muss ich ihn jetzt besiegen? Warte mal. Aufhören! Sofort! Hey, Wache! Meine Erfahrung! Junge, ups! Entschuldigung! Nicht nochmal. Hey, meine Erfahrung! Du Arsch! Vielleicht hätte ich ihm die Minenanteile jetzt ja abnehmen können. Meine Erfahrung! Wann habe ich zuletzt gespeichert? Viel zu lange her, bei den Varanen, kurz vor Anfang der Folge. Nee, das ist ärgerlich, aber was soll's. Oh, den Dolch nehme ich mal lieber an mich. Warte mal. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Hast du dir es anders überlegt? Willst doch lieber reden, was? Aufhören! Sofort! Alarm! Was? Du meine Güte! Ach, verdammt. Jetzt habe ich's verbockt, oder? Und Alarm! Das Meer gab das Land frei. Ich krieg dich noch! Ist doch alles nur Gerede. Ach, Nis, kann ich mich jetzt irgendwie wieder freikaufen? Das ist nicht so das gut. Das ist doch schon lange bekannt. Wer war das denn hier? Das hätte er ja auch selbst. Keine Ahnung, Lord Hagen vielleicht. Ich hab doch hier bestimmt einen Stein im Brett, oder? Bei Lord Hagen? Oder beim Richter vielleicht? Der Richter hat ja sein Haus da hinten. Schauen wir mal. Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Wir müssen etwas gegen die... Vielleicht... Ja, das hatten wir schon. Hier gibt's auch nichts Neues. Joa... Ich schau mal. Hafenstadt, Xadas, Taverne, Kloster. Ich will zum Kloster. Das Problem ist ja nur... Wambo, hey, kann ich mich bei dir freikaufen? Nö. Gibt's hier eigentlich einen Quergang? Nee, sieht so ein bisschen aus. Ist aber nicht. Ist die Wache mir jetzt noch sauer? Jetzt krieg ich dich! Ja, ist sie. Verdammt. Alarm! Moment, hier bin ich falsch. Ah, schnell weg. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich habe mir einen Feind gemacht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Diese dämliche Stadtwache. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Da muss ich nochmal hin. Aber man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich bin nicht bereit, auf die Erfahrung zu verzichten, nur weil diese dämliche Stadtwache sich in unseren Kampf eingemischt hat. Was ich natürlich tun könnte, wäre mein ganzes Geld ablegen und mich einmal verprügeln lassen von der Stadtwache. Dann würde ich nämlich nichts ver... Hallo? Hallo? Okay. Ach, ich dachte gerade. Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Sehr gut. Du musst sie alle aus dem Verkehr ziehen. Das ist Gift für das Volk. Bring sie mir alle her. Hier, ich gebe dir die Mittel dazu. Ach so, er gibt mir im Nachhinein... Verstehe, er gibt mir im Nachhinein... Geld für die Anteile und... Das gibt doch nur noch... Zwar, ich glaube, 4 habe ich gebracht, das heißt 200 pro Stück. Wobei ich 50 kaufe, wobei ich sie für 50 pro Stück kaufe. Das finde ich ja super. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Das ist ja gut, das heißt, ich kann hier sogar Geld mitverdienen. Großartig. Ich nehme alles zurück, Serpentis, ich nehme alles zurück. Ich dachte, die 200 Gold wären für alles gewesen, aber nein, ich kann hier mein Gold vervierfachen. Sehr schön. So, ich werde hier bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann, wie gesagt... Nee, nicht wie gesagt. Ich lege jetzt hier nicht mein Geld ab. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich gehe ja jetzt so schnell nicht mehr ins obere. Wobei, ich müsste schon mit dem Typen quatschen, ne? Mit dem Serpentis. Nee, Salandril war's. Salandril, nicht Serpentis. Serpentis ist der Typ hier, der Magier.
Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich lege jetzt hier mein Geld ab. Ich lege jetzt hier mein Geld komplett weg. 1100, ja, das will ich halt irgendwie alles nicht verlieren. Alles andere ist eigentlich nur halb so wild. Was ich auch nicht abgenommen bekommen möchte, ist meine Waffe. So. Und dann werde ich mich jetzt in die Hafenstadt teleportieren. Ich werde hochgehen ins Viertel. Ich werde mich verprügeln lassen von der Wache, damit alles in Ordnung ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich Salandriel endlich wieder ins Kloster schleife, hoffentlich, damit er sich seiner gerechten Strafe unterzieht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen im euren Viertel.